Okay, wir machen jetzt mal einen weiteren aussagenlogischen Beweis zu einer Äquivalenz. Und zwar schreibe ich jetzt hier oben mal in die Ecke, was wir beweisen wollen. Und zwar ist das, machen wir zwei Klammern hier auf, a und so, b impliziert c. Impliziert B. So. Drei Klammern auf, drei Klammern zu. Also A und B impliziert C und das Ganze impliziert B. Das soll dasselbe sein wie A impliziert B. Und das klingt relativ einfach. Also, wenn man einen solch komplizierten Ausdruck hat, dann ist es doch schön, wenn man den reduzieren kann auf einen solchen Ausdruck. So. Jetzt gehen wir vor wie gehabt. Wir versuchen, die linke Seite so lange mit Äquivalenzumformungen umzuformen, bis wir bei der rechten Seite rauskommen. Okay, also wir schreiben die linke Seite nochmal ab, ne? Hier A und B impliziert C, impliziert B. So. Okay, jetzt müssen wir überlegen, wie gehen wir hier am geschicktesten vor. Also, was wir zum Beispiel nochmal anwenden kann, ist Gesetze, um diese Implikation loszuwerden. Das bietet sich eigentlich immer ganz gut an. So. Dann fangen wir mal bei der ersten Implikation an, also bei der Implikation B impliziert C. Was können wir daraus machen? Ich schreibe es nochmal hier unten hin. Wir wissen, x impliziert y, das ist gleiche wie oder äquivalent zu nicht x oder y. So, okay. Das heißt, wir können jetzt hier auch Folgendes machen. Wir können aus der Aussage machen A und jetzt wandle ich mal diese Implikation um in nicht B oder C. Impliziert B. So, okay. Na, jetzt habe ich diese Implikation hier umgewandelt in nicht B oder C. Gut. Jetzt können wir diese Implikation nochmal umwandeln. So, das heißt, müssen wir mal gucken, was ist der linke Teil, was ist der rechte Teil der Implikation. Also die Voraussetzung haben wir hier. Okay. Das heißt, dieser Teil hier muss negiert werden. Das ist also nicht a. Und nicht B oder C oder B. Nicht dieser Teil oder dieser Teil. Ja, jetzt haben wir einen komplizierten Ausdruck da stehen mit und oder und so weiter und so weiter. Jetzt bietet es sich vielleicht an, den noch zu vereinfachen. Was können wir hier vereinfachen? Wir haben hier eine Negation vor einer Klammer stehen. Da kann man sehr schön das Gesetz von dem Morgen anwenden. Das können wir gerade mal machen. Hier steht dann nicht a oder nicht und dann der rechte Teil des oders oder b. Also eigentlich müssten wir das hier noch klammern, aber das können wir uns schenken, weil wir zwei Oders haben und hier sowieso das Assoziativgesetz gilt. So. Also wir haben jetzt das nicht hier sozusagen in die Klammer reingezogen und beide Teile negiert und dann muss das und zum oder werden, das Gesetz von dem Morgen. Ne? So. Okay, was können wir jetzt machen? Jetzt können wir diese Negation hier in diese Klammer hineinziehen und wieder das Gesetz von dem Morgen anwenden. Schauen wir mal, das ist nicht a oder und jetzt nicht b wird zu b. Dieses Symbol ändert sich in ein und, nicht c. Ja, nicht b und nicht c oder b. So, jetzt sind wir schon einfacher geworden. Jetzt müssen wir uns überlegen, wie kommen wir jetzt zu unserem rechten Teil? Also ich markiere nochmal das Ziel. Wir wollen ja eigentlich hier hin. Na? So. Und da sind wir noch nicht.
Ich weiß jetzt ehrlich gesagt auch nicht, wie wir hier weitermachen sollen, denn wir haben noch ein Problem. Hier in dem rechten Teil kommt gar kein C vor. Hier unten haben wir ein C. Das müssen wir irgendwie loswerden, ne? Vielleicht empfiehlt es sich an der Stelle wieder mal rückwärts zu gehen. Also ich schreibe mal hier hin, wo wir hinwollen. Aus A folgt B. So. Und da wissen wir mittlerweile die Implikationen, die können wir schön umformen in nicht A oder B. So. Die Frage ist jetzt, wie kommen wir von hier nach da? Wenn wir uns mal die Teile genauer anschauen, hier haben wir unterschiedliche Aussagen, die mit oder verknüpft sind. Hier unten auch. Und wenn man jetzt sich mal genau die Unterschiede anguckt, dann stellt man fest, dass dieser Teil hier gleich diesem ist und dieser gleich diesem. Also unser Ziel müsste eigentlich sein, diesen Teil hier loszuwerden. Der ist redundant irgendwie, ne? Also wenn die Aussage wirklich stimmt, wenn die beiden Aussagen äquivalent sind, dann ist dieser Teil überflüssig. So. Jetzt kann man sich überlegen, wie wird man den los, ne? Mit nicht A wird es wahrscheinlich schwierig, weil beide Teile wenig zu tun haben. Vielleicht müsste man diesen Teil mit dem oder B kombinieren. Es könnte ja sein, dass B und nicht C oder B äquivalent ist zu B. Wenn man sich das mal genauer überlegt und nachdenkt, wird man feststellen, dass das relativ wahrscheinlich ist. Denn B und irgendwas anderes ist ja spezieller als B. Wenn also b und irgendwas anderes spezieller ist und mit b verodert wird, dann wird letztlich immer b relevant sein. Weil hier kommt ja noch was dazu. Also das hier ist in weniger Fällen wahr als das hier. Dieses Gesetz haben wir noch nicht per aussagenlogischer Äquivalenzumformung oder per Wahrheitstafel bewiesen, aber das wäre mal lohnenswert zu zeigen, dass ich sage jetzt mal x oder x und was anderes, y, dasselbe ist wie x. Wenn wir das mit einer Wahrheitstafel zeigen, dann können wir das hier einfach durch b ersetzen. Das zeigen wir vielleicht mal schnell durch eine Wahrheitstafel. Die mache ich mal hier links hin. X, y, da gibt es vier Fälle. Ah, warte mal. Wir haben immer mit w und f gearbeitet. Also. Beide falsch. Falsch wahr. Wahr falsch. Wahr wahr. So. Jetzt machen wir hier mal eine kleine Tabelle hin. Das beweisen wir uns mal schnell, ne? Machen wir hier mal x und y. X und y ist nur dann wahr, wenn hier beide Teile wahr sind, ansonsten falsch. So, und jetzt wollen wir ja haben x oder x und y. Ja, also x oder x und noch was anderes dazu. Was ist das? Schauen wir mal. Jetzt müssen wir diese beiden Spalten hier sozusagen verodern. Dann ist das hier falsch. Falsch, wahr oder falsch ist wahr, wahr oder wahr ist wahr. Und wenn wir uns das jetzt hier mal anschauen, dann stellen wir fest, x oder x und was anderes ist äquivalent zu x. Also wenn wir x verodern mit x und irgendwas, dann ist das gleiche wie x. Das bedeutet in unserem Fall hier, wir haben b. Oder B und irgendwas anderes. Das ist das gleiche wie B. Das heißt also, das hier wird mit unserem neuen Gesetz zu B. B oder B und irgendwas anderes wird zu B. Also dürfen wir hier einen Äquivalenzpfeil hinmachen, weil diese Aussage äquivalent ist zu dieser. Ja,
Und jetzt sind wir praktisch von links nach rechts gekommen mit Äquivalenzumformung. Am Anfang haben wir die ganzen Implikationen aufgelöst. Dann haben wir mehrfach das Gesetz von De Morgan angewendet. Und an dieser Stelle musste man sozusagen jetzt nochmal eine neue Hilfsaussage beweisen, die wir hier verwendet haben, um ja, den Sprung von dieser Stelle zu dieser zu machen. Ne? Und auch noch entscheidend ist, um sozusagen diesen Schritt machen zu können, sind wir an einer bestimmten Stelle auch mal rückwärts gelaufen, um uns von beiden Seiten aufeinander zu anzunähern und zu sehen, okay, was muss ich denn tun, um letztlich von der einen Seite zur anderen zu kommen?